Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt oder schön, dass ihr wieder da seid. Thema dieses Beitrages ist die Corona-Warn-App, welche am kommenden Dienstag, den 16. Juni, unters Volk gebracht werden soll. Auch ich habe bereits den Dienst Benachrichtigung zu möglichen Kontakten mit Covid-19-Infizierten auf meinem Smartphone vorgefunden. Die Installation dieser Schnittstelle erfolgte hierbei ohne mein Wissen oder meine Zustimmung. Da die Benutzung der Corona-Warn-App freiwillig sein soll, verstehe ich nicht, wieso die dafür nötige Schnittstelle bereits im vorauseilenden Gehorsam durch die Hintertüre erfolgte. Transparenter wäre es gewesen, diese Schnittstelle nur bei den Nutzern zu installieren, die sich auch dazu entschlossen haben, diese Anwendung zu nutzen. Die Installation erfolgte hierbei weltweit und bei allen Smartphones, die über einen Internetzugang verfügen. Auch die Apple-User dürfen sich über dieses neue Feature freuen. Ihr findet diesen Dienst bei Android unter den Systemeinstellungen, dann unter dem Punkt Google. Die Erläuterung Googles hierzu lautet: Für die sichere Erfassung von Zufalls-IDs von Smartphones und deren Weitergabe an andere Smartphones in der Nähe muss auf deinem Smartphone Bluetooth aktiviert sein. Zufalls-IDs werden nach 14 Tagen automatisch gelöscht. Damit Bluetooth-Geräte in deiner Nähe gefunden werden können, muss die Standortübermittlung auf deinem Gerät aktiviert sein. Für die Benachrichtigung zu möglichen Kontakten mit Covid-19-Infizierten wird der Gerätestandort jedoch nicht genutzt. Die App kann dich benachrichtigen, wenn du dich in der Nähe einer Person aufgehalten hast, die ein positives Covid-19-Testergebnis gemeldet hat. An die App werden Datum, Dauer und Signalstärke des Kontakts übermittelt. Wenn du positiv auf Covid-19 getestet wirst, kannst du die Zufalls-IDs deines Smartphones mit der autorisierten App teilen, sodass andere Personen anonym benachrichtigt werden können. Na, da kommt Freude auf. Zum einen muss Bluetooth immer aktiviert sein, zum anderen auch die Standortübermittlung. Wieso, wenn diese nicht aktiv genutzt wird? Selbst wenn die Behörden und Google, Apple sowie andere diese Daten im Moment nicht missbrauchen, wer hält Kriminelle, Dienste und Hacker davon ab, sich Zugang zu diesen möglicherweise sensiblen Daten zu verschaffen? Bevor wir zu den Risiken und möglichen Nebenwirkungen der App kommen, möchte ich euch in aller Kürze noch einmal die Funktionsweise erläutern. Aber keine Bange, ich erspare euch und mir das Fachchinesisch. Über Bluetooth wird erfasst, wann und wo sich ein Smartphone wie lange aufhält. Dazu werden Kryptoschlüssel generiert und ausgetauscht. Diese Schlüssel werden dann in Intervallen von 2,5 bis 5 Minuten in Paketen zusammengepackt und zu je 16 Schlüsseln versendet. Aufgrund der Signalstärke wird dann die Entfernung abgeschätzt. Als Infizierter kann man dann freiwillig sein positives Testergebnis mit der App anonym weitersenden und mit der Welt teilen. Es sollen, wie erwähnt, keine Geodaten erhoben werden. Auch sollen angeblich keine Daten das Smartphone verlassen. Lediglich eine Liste zum Abgleich soll zentral gespeichert werden. Soweit die Theorie. Die Presse ist auch schon voll des Lobes. Der Start der deutschen App habe schließlich so lange auf sich warten lassen, um den hohen Anforderungen des Datenschutzes zu entsprechen. Dann schauen wir doch mal, was die deutsche App vermeintlich besser macht. Wie eben bereits angesprochen, findet die App nicht heraus, wo sich das Endgerät befindet. Es werden nur andere Nutzer im Nahbereich erfasst. Die Daten werden verschlüsselt auf dem eigenen Gerät gespeichert und nach 2 Wochen gelöscht. Allerdings gibt es Daten auf einem Verifikations- und App-Server. Als Angreifer wäre dieser Server sicherlich sehr interessant. Auch der Client-Code, also der Quellcode, ist nun für jeden einsehbar. Allerdings war dies in der ursprünglichen Konzeption der App anders. Hier hat erst der Widerstand der Bevölkerung für Abhilfe gesorgt. SAP und die Telekom wollten hier zu Beginn ihr eigenes Süppchen kochen. Was serverseitig passiert allerdings, ist nicht bekannt. Jedenfalls konnte ich nichts dazu finden. Ich möchte an dieser Stelle noch einen weiteren Aspekt zu bedenken geben. Als Infizierter erhält man zu seinem Testergebnis vom Labor auch einen QR-Code. Diesen kann man dann mit der App einlesen.
Dann erst ist es möglich, eine Warnmeldung abzusetzen. Allerdings werden die Daten des Infizierten anonym wieder an einen zentralen Server übermittelt. Dieser Vorgang macht das dezentrale Speichern der Benutzerdaten in meinen Augen obsolet. Ein weiterer Punkt ist, dass nicht alle Labore und Gesundheitsämter über die nötige digitale Infrastruktur verfügen, um das Senden der Meldungen der Infizierten zu ermöglichen. Um diesen Sachverhalt entgegenzuwirken, haben die Betreiber auch eine Hotline eingerichtet. Hier kann man dann auf analogen Wege seine Daten weitergeben. Die Entwicklungskosten sollen bei rund 20 Millionen Euro liegen, so lässt es sich aus Regierungskreisen vernehmen. Die laufenden Kosten für Server und Hotline werden demnach bis zu 3,5 Millionen Euro im Monat betragen. Was denkt ihr, wird es bei diesen Kosten bleiben? Regierungsgroßprojekte sind ja für ihre Kostendisziplin bekannt. Zudem ergibt sich aus dieser Sachlage auch ein lukrativer Markt für die Betreiber. Was sagen nun die Profis zum Thema Corona-App und Sicherheit? Wissenschaftler der Technischen Universitäten Darmstadt, der Universität Marburg und der Universität Würzburg teilen ihre Bedenken in einer Studie mit dem Titel "Mind the Gap: Security and Privacy Risks of Contact Tracing Apps" der Öffentlichkeit mit. Bei ihren Versuchen stellten die Experten fest, dass Angreifer detaillierte Bewegungsprofile von Infizierten erstellen können. Auch sei es möglich, die Betroffenen zu identifizieren. Auch weitere Kontaktinformationen sind nicht vor Manipulation gefeilt. Die primäre Schwachstelle ist hierbei das sogenannte Google-Apple-Protokoll. Auf diesem Wege können dann Daten von Infizierten gesammelt, dupliziert und geändert werden. So können dann auch die generierten IDs mit Orten verbunden werden, an denen die Infizierten sich nicht aufgehalten haben. Der technische Überwachungsverein TÜV, der die App im Auftrag des BSI unter die Lupe genommen hat, kommt allerdings zu einem ganz anderen Ergebnis. Die App laufe stabil und sicher, ohne den Benutzer auszuspionieren. Laut TÜV sei es nicht möglich, dass Unbefugte an die Daten gelangen. Niemand müsse sich Sorgen machen, wenn er die App benutzt. Anmerkung meinerseits: Wieso in Coronas Namen lässt das BSI die App vom TÜV prüfen? Wieso geht man nicht zu Experten, beispielsweise zum Chaos Computer Club? Ich denke, hier hätte man eine ehrlichere Expertise erhalten. Wie sagt bereits der Volksmund? Des Brot ich ess, des Lied ich sing. Weitere Bedenken kommen von den Reportern ohne Grenzen. Diese loben zwar auch die deutsche App, empfehlen aber, das Handy gerade bei vertraulichen Treffen nicht erst mitzuführen. Auch die Lösung, Daten über eine Hotline weiterzugeben, schaffe eine weitere Angriffsfläche für Missbrauch und für die De-Anonymisierung der Anrufer. Eine weitere Forderung der Reporter ohne Grenzen ist es, dass es in keinem Fall Pflicht werden darf, diese App zu installieren, unabhängig davon, wie die Pandemie weiter verläuft. Ein fester Termin für das Auslaufen der App ist auch im Gespräch. Andernfalls drohe die Bundesregierung, eine Technologie zu normalisieren, die bei einer Aufweichung der aktuellen Zweckbindung umfangreiche Überwachungstätigkeiten bzw. Möglichkeiten bieten würde. So heißt es. Wie bei vielen digitalen Projekten der Regierung scheint es auch hier noch diverse offene Fragen und Baustellen zu geben. Eine weitere Frage ist, macht eine solche App überhaupt Sinn? Laut diesem ARD-Bericht eher weniger. Die Funktionsweise der australischen App CovidSafe ist mit der deutschen Variante vergleichbar. In mehr als 4 Wochen hat die App nur einen Infizierten warnen können. Das ist gerade, wenn man sich die Investitionen ansieht, ein recht zweifelhafter Erfolg. Die Gründe für das Totalversagen sind vielfältig. Nur 6 Millionen Downloads, davon haben mit Sicherheit eine Vielzahl der Benutzer die App bereits wieder deinstalliert. Technische Probleme und ungenaue Daten kommen dazu. Auch Singapur hat mit der App Trace Together niederschmetternde Erfahrungen gemacht. Ob es dann wirklich sinnig ist, diese Technologie bei uns einzuführen? Kommen wir also zum Ende dieses Beitrages und zu einem kleinen Fazit meinerseits. Hier wird gerade in aller Eile und vermutlich viel zu spät eine App unters Volk gebracht, die selbst, wenn es keine Bedenken aus dem Blickwinkel des Datenschutzes geben würde, vermutlich keinen Nutzen hat. Abgesehen davon, eine Einnahmequelle zu generieren,
und das Gefühl von vermeintlicher Sicherheit zu verkaufen. Zudem, wenn eine Überwachungsstruktur erst einmal etabliert ist, wird diese auch Begehrlichkeiten wecken. Sei es Polizeigewalt, Rassismus, Korruption, Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung oder Kindesmissbrauch. Man muss nicht lange suchen, um einen emotionalen Trigger zu finden, der Harald harmlos und Susi sorglos dann nach noch mehr Überwachung rufen lässt. Denn zusammen schaffen wir das. Dazu kommen dann noch die Möglichkeiten, die sich für Kriminelle ergeben. Nun, wie ist eure Meinung zum Thema? Sind solche Apps nötig? Habe ich gegebenenfalls Aspekte nicht berücksichtigt oder übersehen? Da dieses Thema viele von uns beschäftigen wird, bin ich auf eure Rückmeldung gespannt. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Like und ein Abo freuen und seht auch gerne mal auf dem Discord-Server rein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier bei den M-Files.